Heute dreht sich alles um das Diminutiv in Österreich, denn wir verwenden typischerweise eine andere Form als im Standarddeutsch. Wisst ihr welche? Keine Sorge, das klären wir alles heute. Los geht's! Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei unserem Kanal dreht sich alles um das Deutsch und das Leben in Österreich. Wir begleiten euch von eurem ersten Kontakt mit dem Dialekt hin zu dem Moment, wo ein Gespräch verstehen kein Problem mehr ist. Also, in Österreich... Entschuldigung, aber was ist denn der Diminutiv überhaupt? Gute Frage. Ein Diminutiv ist ganz einfach eine Verkleinerungsform oder eine Verniedlichungsform. Im Standarddeutsch verwenden wir hier meistens die Endung chen. Das kennt ihr sicher. Zum Beispiel wird aus der Katze ein Kätzchen, aus dem Schatz ein Schätzchen oder bei einer Wurst wird die Wurst zu einem Würstchen. Und ganz wichtig, alle Diminutivformen haben einen neutralen Artikel, also das. Das heißt, die Wurst wird zu das Würstchen. Alles klar, danke. Gern. Dann können wir jetzt mit den verschiedenen Diminutivformen in Österreich starten, oder? Also, in Österreich haben wir viele verschiedene Formen von Diminutiven. Das kann je nach Bundesland unterschiedlich sein, wie ihr auf dieser Karte sehr toll sehen könnt. Und manche Formen gibt es auch in Deutschland oder in der Schweiz. Schauen wir uns jetzt ein paar häufige Diminutivendungen ein bisschen genauer an. Chen. Wie ihr sehen könnt, wird in Ostdeutschland oft die Diminutivendung chen verwendet, wie wir euch sie vorhin schon gezeigt haben. Andere Beispiele sind... Brötchen, Häuschen, Hähnchen, Weilchen, Fettnäpfchen. Erl. Sehr typisch ist auch die Endung ERL, also Erl, besonders in diesem Bereich. Ein typisches Wort dieser Kategorie ist Sackerl. Dieses Wort haben wir euch schon einige Male erklärt. In Österreich sagen wir nicht Tüte oder Tütchen, sondern verwenden stattdessen immer das Wort Sackerl. Oder wie ihr hier sehen könnt, sagen wir zu einem Schweinchen auch Schweinderl oder zu einem Fischchen auch Fischerl. Andere Beispiele sind Weckerl, Hackerl, Gackerl. Was das heißt, haben wir euch in einem anderen Video schon einmal genauer erklärt. Hast du noch ein paar Beispiele, Verena? A Zuckerl. A Dascherl. Und a Leiberl. Und außerdem a Bickerl, a Stamperl, a Kipferl, a Scherzerl, a Kekserl. Super, danke. Entschuldigung, Nati, ich möchte schon etwas sagen. Grüß euch. Wollt ihr den Dialekt noch besser verstehen? Dann schaut bei uns auf Patreon vorbei. Da findest du zu jedem neuen Video ein PDF-Transkript und eine Audiodatei, das euch beides runterladen könnt. Und ihr unterstützt dabei nur unsere Arbeit. Das würde uns voll freuen. Und was ist der nächste Diminutiv? L. L. Dann sehen wir in der Grafik noch die Diminutivendung EL oder nur L. Zum Beispiel könnt ihr statt Schäfchen einfach Schafel hören. Oder wir zum Beispiel sagen zu einer kleinen Lade meistens Ladel. Oder, wie ihr hier auf dem Foto seht, könnten wir zu Kräuterchen auch Kreitel sagen. Andere Beispiele sind Standel, Postkastel, Christkindl, Dirchel, Knödel, Keksel. Ei und I. Die Karte zeigt, dass in unserem Heimatbundesland Salzburg auch die Endungen Ei und I typisch sind. Dieses Beispiel zeigt sehr gut, wie unterschiedlich der Dialekt selbst innerhalb eines Bundeslands sein kann. Denn wir kommen aus dem Norden Salzburgs und würden diese Endungen typischerweise nicht verwenden. Wir kennen diese Endungen aber aus anderen Gauen. Zum Beispiel würde ein Schäfchen im Pongau wie Schafei klingen. Ein Beispiel, wo wir selbst die Endung I aber sehr wohl verwenden, ist die Diminutivform von Stück, also Stückchen. Das wird in unserem Dialekt zu Sticki. Wir würden zum Beispiel für ein Stückchen Kuchen ein Sticki Kuchen sagen. Sticki kann aber zum Beispiel auch für eine Wegstrecke verwendet werden. Zum Beispiel, wie weit ist nur bis Salzburg? Ja, es ist schon nur Sticki. Andere Beispiele sind Katzei, Dirnei, Bübei, Hundei, Mankei. Lä und Li. Lä ist eine sehr typische Diminutivendung für das Alemannische und die Dialekte in Vorarlberg
zählen zum Alemannischen. Deshalb kann das Vorarlbergerische sehr ähnlich klingen wie zum Beispiel das Schwäbische oder das Schweizerdeutsch. Alle diese Formen gehören nämlich zum Alemannischen. Ein sehr bekanntes Wort mit der Endung le ist Ländle. Das ist eine typische Bezeichnung für das Bundesland Vorarlberg. Wenn ihr also das nächste Mal jemanden hört, der über das Ländle spricht, dann wisst ihr jetzt, dass damit das Bundesland Vorarlberg gemeint ist. Und die zweite Diminutivendung ist li. Die ist vor allem in der Schweiz typisch, ihr könnt sie aber auch in Vorarlberg hören. Hier noch ein paar Beispiele dazu. Hüsle, aber auch Hüsli, Bürgle, Schäfle, Dächle, Schätzli. La und Lan. Diese zwei Diminutivendungen kennen wir persönlich nicht so gut. Wir sehen auf der Karte, dass sie vor allem in Tirol und Kärnten typisch sind. Hier wird dann zum Beispiel ein Schäfchen zu Schaflan oder Schafilan. Wir laden aber auch unsere deutschen und Schweizer NachbarInnen ein, uns ihre Diminutivformen zu teilen. Wir sind gespannt auf eure Kommentare. Übrigens, was auch spannend ist, teilweise könnt ihr sogar hören, dass Diminutivendungen an Personennamen angehängt werden. Je nach Region könnte zum Beispiel aus einem Hans ein Hansei werden, aus einer Lisa ein Lisal oder aus Bert ein Bertel. Und wie funktioniert eigentlich das Diminutiv in euren Sprachen? Hängt ihr auch an das Wort einfach eine Endung an? Und gibt es regionale Unterschiede? Lasst uns das gern unten in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns und sind gespannt. Wir sagen wie immer danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche wieder bei einem neuen Video. Und bis dahin wie immer nicht vergessen, gemeinsam macht Deutsch in Österreich. Doppelt so viel Spaß!